Zu was die Banane in der Lage ist und was für eine Power und für eine Kraft die hat, darum geht es in diesem Video. Tada! Tada! Da sind wir wieder. Ja, hier in Oberhausen. In Oberhausen. Endlich wieder da, mein Freund. Ja, natürlich, klar. Wo warst du? Erzähl es den Leuten. Geht's mir die ganze Zeit schon um Wecker? Ich war Bananen suchen. Ja, wo? Auf Boa Vista. Boa Vista, okay. Und, was bist du fündig geworden? Habe ich gesehen. Ja, ich habe da auch schon ein kleines Video gemacht und habe es auch eingesetzt in unsere Gruppe. Habe ich gesehen. Ja, ne? Habe ich gesehen. Ja, natürlich. Bist gut ausgeruht. Ja. Schön. Ich bin immer noch müde. Wovon? Ja, vom frühen Aufstehen. Ach, jetzt auf einmal wieder? Ja, natürlich. Ja, ist klar. Gut, dann würde ich sagen, wir erzählen heute mal was über die Banane. Ich habe noch mal alle Videos, bin ich noch mal durchgegangen und habe mal geguckt, wie sich die Banane entwickelt hat. Jetzt über den Zeitraum von ein halbes Jahr fast. Ne? Ja. Und da sind mir so viele Sachen aufgefallen, wo ich sagte, mein lieber Herr Gesangsverein, da sind so viele Sachen passiert in der Zeit, wo die Banane so explodiert und was für eine Kraft die hat, das ist Wahnsinn. Und viele von euch, so wie ich immer lese, auf Facebook und überall in verschiedenen Bananengruppen nicht, aber auch Pflanzengruppen, wo die Leute echt Angst haben, die Neulinge sind. Ja. Oh, die Banane, ja, wie mache ich das und dies und jenes. Ey Leute, alles halb so wild. Das Ding ist brutal. Und ich würde sagen, ich fange erst mal an. Genau. Guck mich nicht immer so an. Warum soll ich nicht angucken? Naja, so auch wieder nicht. Oh. Mann. Nein, wir fangen jetzt erstmal an mit der ersten Sache, was mir aufgefallen ist. So, jetzt kommen wir erstmal dazu, wie ist die Banane gewachsen? Weil wir hatten ja den blöden, bekloppten Juli da, wo nur am Stürmen war und am Regnen und sowas alles. Da sah die ja nicht so toll aus. Aber jetzt in der kurzen Zeit, in den paar Wochen, wo wir das Wetter noch schön hatten, so groß ist sie geworden. Zeig sie mal. Also ich würde sagen, so 6 Meter, 6,50 Meter hat die locker, oder? 6,50, 6 Meter, ja, auf jeden Fall. Hat die. Weil ich kann es ja nicht messen. Wie willst du da oben dran kommen? Keine Ahnung. Und dann finde ich den Hammer, guckt dir mal die Stämme an. Oder guckt euch mal die Stämme an. Also das ist der Hammer. Also was die für brutal dick geworden ist, also die einzelnen Stämme. In der kurzen Zeit, ne? Ja, aber komm her, brauchst du nicht abhauen? Nee. Nein, ich habe hier so ein haushaltsübliches Messband. Wir messen jetzt einfach mal. Komm, wir nehmen den dicksten hier. Nehmen wir den mal hier. Weil der ist schon ganz schön brutal hier. Upp, machen wir mal die Seite hier. Boah. So, wo sind wir denn hier? Ups. 57 cm. Überleg mal. Über einen halben Meter. Hammer, oder? Und das ist, finde ich, schon brutal. Also solche dicken Stämme, der ist auch nicht gerade hier ohne hier, der Kollege. Halt doch noch mal dran. Was? Halt doch noch mal dran an den. Ah ja, der wird genauso sein, schätze ich mal. Hm. 53. Das ist auch schon riesig. Ah, das sind Riesenteile geworden. So, und jetzt kommt ja noch der nächste Hammer. Und zwar, wir hatten ja die auf 1,80 Meter, haben wir die versucht über den Winter zu bringen. Ja. Und was hatten wir dadurch? Diesen blöden Blattstau. Ja, bis die sich oben durchgedrückt hat, dann gingen uns einige Stämme ja noch kaputt. Das heißt, ich habe ja hier, komm her, Volker. Ich komm. Hier, da kann man sehen, hier, da waren zwei Stück, die musste ich entfernen. Ja. Und dann sieht man hier am besten auf dem alten Bild, weil ich jetzt einblende. Und zwar kann man hier genau sehen, wie wenig die Stämme oder wie wenig Stämme ich damals hatte. So, das heißt, jetzt komm mal her. Der hier. Hier, 1, 2, 3 Stück. Die waren vor 5 Monaten noch gar nicht da. Das heißt, kein Kindle, kein Nix, kein gar nichts. Das heißt, die sind in 5 Monaten als Kindle gewachsen und auf circa, ja, die sind ja locker, über 3 Meter. In 5 Monate. Also soll einer mal sagen, die Banane wächst nicht. Doch, die wächst. Und das ist ganz schön heftig. Ich weiß auch nicht, wie viele Kindle da drin sind. Also da drin sind unendlich Kindle. Wenn die alle wachsen sollten nächstes Jahr, ja, dann ist, weiß ich auch nicht, was ich da mache. Ob das so toll war, da die Wurzelsperre dran zu machen, weil die kann sich ja nur in diesem Areal ausbreiten. Ob das gut geht, weiß ich nicht. Und ich habe dieses Jahr eine einzige Blüte. Hm. Ja, der Stamm verabschiedet sich ja mehr oder weniger. Aber ja, so sieht es aus. Aber ich habe noch was, das wollte ich euch auch zeigen. Das zeige ich euch jetzt. So, jetzt habe ich wieder so ein kleines Déjà-vu hier. Irgendwie war ich schon mal hier drin, weißt du noch? Ja. Vor 5 Monaten war ich hier drin. Und zwar ging es darum,
Wir hatten ja durch den Blattstau hier einen Stamm gehabt. Der hat es nicht geschafft, oben die Blätter durchzudrücken, sondern hier unten. Der hat ja hier die Schlaufe gebildet gehabt, einmal und wieder zurück. Und das Einzige, was uns überblieb, war, den ganzen Stamm zu entfernen. Wir haben den einfach unten gekappt. War ein bisschen schade, aber kann man mal sehen, was für eine Kraft die Pflanze braucht, um oben das Blatt rauszudrücken. Ja, das heißt, unten aufgeplatzt, rausgedrückt, irgendwie nur eine Schlaufe wieder rein. Weggeschnitten. Ja, dann haben wir ja so einen kleinen, ja, einen kleinen Wettstreit, ob die Banane, dieser Stamm, es schafft, die anderen wieder einzuholen. Stand auch in die Kommentare. Das interessiert mich auch. Ja? Das heißt, wir haben die abgeschnitten und jetzt kannst du mal filmen, wie hoch die jetzt geht. Und zwar, die hat alle eingeholt. Das heißt, es ist gar nicht vonnöten überhaupt versuchen, die Pflanze auf 1,80 Meter über den Winter zu bringen. Weil die hat sich rausgeschoben wie so ein Teleskop. Und da wächst genauso. Also gar nicht erforderlich. Also wer hat gewonnen von uns beiden? Wer hat gesagt, die schafft es nicht? Ja, ich glaube, ich war so ein bisschen pessimistisch. Du hast das? Warst du weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Ist egal. Auf jeden Fall, man braucht die nicht so groß abschneiden, so hoch abschneiden. Werden wir dies ja auch machen. Wir werden sie kürzer kappen, ist nicht erforderlich. Klar, die wird jetzt nicht innerhalb von 5-6 Wochen die Höhe, die sie hat, wenn bei 1,80 Meter. Aber die kommen auch. Und die kommen gesünder. Das nur mal so am Rande. Aber jetzt sitze ich ja gerade drin, ne? Jetzt bin ich ja schon mal hier. Jetzt guck dir mal hier die ganzen Kindel an. Guck dir das mal an. Film mal hier unten. Hier kommt ein Kindel. Da kommt Kindel. Kindel, Kindel, größeres Kindel. Hier an den, hier, guck mal hier an den. Siehst du das hier? Oh, Hammer. Da, da. Hier unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Überall kommen die raus. Machst du jetzt in Bananen? Ja, ich mache jetzt in Bananen. Guck mal her, du Experte. Guck mal hier, den Stamm hatten wir damals auch weggenommen. Da wächst sogar, siehst du hier oben auch ein Kind raus. Hammer. Also ich bin mal gespannt, wie das nächstes Jahr hier aussieht. Ich schätze mal, im Winter werden die nicht alle durchkommen. Also da werden bestimmt einige auf der Strecke bleiben. Aber sind ja genug da. Aber wachsen kann die Banane, glaube am besten. Also jetzt mache ich mich wieder vom Acker und quäl mich hier raus. Aus dem Dschungel. Aber jetzt filme ich nicht mehr. So, jetzt habe ich mir nochmal die Banane genommen vom letzten Video. Die mit der, Volker, Staunässe. Mit der, ja. Ja, genau. Da waren die ganzen Blätter ja welk. Man konnte ja genau sehen, die Pflanze hatte zu viel Wasser. Und ich hatte ja gesagt, ich lasse die Blätter mal dran, damit man sieht, wie verhält sie sich danach. Was passiert mit den Blättern? Aber ich habe sie abgeschnitten. Aber ich bin ja nicht blöd. Ja, ich habe die genau vor einer Woche abgeschnitten, weil das sah echt bescheuert aus. Aber ich habe es gefilmt und darum gebe ich jetzt mal ganz kurz ab an dir. Der hat dann gefilmt. Genau, so sieht die Banane jetzt aus, nachdem sie zu viel Wasser bekommen hat. Durch den vielen Regen, was vor ein paar Wochen war, da habe ich ja gesagt, ich lasse die Blätter mal dran. Dann gucken wir uns mal an, wie die Pflanze sich weiter verhält. So, man kann hier ganz deutlich sehen, wenn mal ein Wasserstau entsteht oder zu viel Wasser die Pflanze bekommt, kann man sehen, das fängt mit dem ältesten Blatt an. Und zwar sieht man hier, dass hier, das ist wirklich ein mit von den ältesten Blättern und das stirbt als erstes ab. Dann das nächste, immer so weiter. Die Pflanze arbeitet sich also von außen nach innen, das heißt von unten nach oben. Und wenn man da nicht aufpasst und erreicht im Prinzip dann hier oben die letzten Blätter, dann hat sich das teilweise mit der Pflanze erledigt. Viele haben auch gesagt, nee, die hatte zu wenig Dünger, weil die jetzt zu viel Wasser abbekommen hat und dass das ein bisschen ausgespült ist unten die Erde. Aber nein, das war einfach nur zu viel Wasser. Man kann sehen, ich habe sie nicht gedüngt und oben die Blätter wachsen wieder vernünftig. Die schiebt hier oben schon das nächste Blatt raus, zack. Und ich werde jetzt erstmal die alten Blätter abschneiden, weil das sieht echt beschissen aus. Mag das so nicht, sieht doof aus. So, darum gebe ich jetzt wieder ab, zurück zum Volker und zum Dirk. Jo, danke Dirk. Also, hat er gut erklärt, aber trotzdem, guck mal her, Volker. Hast du es noch vorhin gesehen, das kleine Blättchen, was da rauskam, vor einer Woche? Guck mal, was da schon wieder gewachsen ist. Hammer. Hammer, ne? Aber es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie schnell so eine Pflanze wächst, ja? So, so sieht es jetzt aus. Ich habe zwar hier noch so ein Blättchen hier, guck mal. Das ist noch ziemlich knusprig, sieht nicht so toll aus. Da sieht man so die letzten
sag mal, die letzten Schäden hier noch von der Staunässe. Aber ich wollte jetzt nicht alle Blätter abschneiden. Habe ich gesagt, lasse ich dran, wenn jetzt hier oben neue wachsen, irgendwann kann ich das abschneiden. Aber das hat auch nichts mit Dünger zu tun. Ja, das hat nichts mit Dünger zu tun. Die hat einfach nur zu viel Wasser gekriegt. Wie vorhin erklärt, die Staunässe, die Staunässe bewirkt, dass die im Prinzip von außen nach innen fault oder kaputt geht. Ja, ja, die kleinen Pflänzchen, die kleinen Haarwurzeln, die gehen halt kaputt, ne? Und dann, ja, genau, kriegen die Blätter auch kein Wasser mehr. So würde ich mir das erklären. So, hätte ich jetzt noch ein bisschen länger gewartet, hätte das noch 10 Tage geregnet, ja, und das wäre immer weiter nach innen gezogen, ja, dann wäre das hinterher auch umgekippt und dann wäre die Pflanze hier gewesen. Ja, so sieht es im Prinzip aus. Also die hier, also wenn ich die sehe, Hammer. Aber ich will überlegen, Volker, ob ich vielleicht hier meine kleine, muss ich irgendwas machen, die ist ja jetzt schon 2 Jahre im Topf. Ja, die ist seit 2 Jahren im Topf. Was mache ich mit der? Die kann ich eben im Topf lassen. Aber das wird vielleicht meine Experimentierpflanze. Oho. Ja, ja, jetzt nicht so, was du denkst hier, dass die hier, was weiß ich, hier gequält wird. Nein, ich überlege, weil ich pflanze die irgendwo ein und schneide die mal zurück. Das heißt nicht zurückschneiden, ich entferne immer die Kindel. Ich möchte ihm so 1, 2, 3 Stämme, mehr nicht. Ja, und nicht so eskalieren lassen wie die. Ja, also die ist ja brutal. Ne? Aber die Pflanze, die geht mir auch im Winter nicht mehr kaputt. Glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Also die nicht mehr, weil die Wurzel wird locker, 1 Meter geht in den Boden. Ey. So einen weiten Frost kriegen wir gar nicht. Die Brote sind immer zurückschneiden oder einfach stehen lassen über den Winter. Die wird dann irgendwann zusammensacken und dann hinterher die Sache dann wegräumen im Frühjahr. Die treibt sofort wieder nach. Das liegt also, das daran, dass der Wurzelballen so groß ist. Ne? Da machen viele. Ja, aber erst mal den Wurzelballen so groß kriegen. Das ist das. Ja, du musst ein bisschen Zeit mitbringen. Da kannst du mitmachen, was du willst. Ne? Aber so am Anfang muss man aufpassen, haben wir in den vorigen Videos ja erklärt. Ich meine, guck mal, wir haben jetzt, 12 Videos haben wir gemacht? 13 Bananenvideos. Ja? Jetzt kann man im Prinzip die Banane mal verfolgen für das ganze Jahr. Letztes Jahr August bis jetzt September. Also alles, alle Jahreszeiten durch mit Winter verpacken und. Und ich habe jetzt gedacht, ja, irgendwann ist mit Banane mal am Ende. Nee, dieses Jahr machen wir was anderes. Hier fällt immer wieder was Neues ein. Na klar, geht rubbel die Katze immer. Ja? Ich sage, dieses Jahr werden wir die anders verpacken. Also auf 1,80 Meter mache ich nicht mehr. Und ja, das war es dann erstmal soweit. Ne? Ich würde sagen, jetzt gehen wir beide nochmal zusammen auf die Kamera, okay? Ne, besser gesagt, vor die Kamera. So, jetzt sind wir beide wieder drauf. So, ja, das soll es im Prinzip gewesen sein erstmal für heute. Ja. Ja. Und war jetzt genug Banane für heute. Für heute war genug Banane. Wir wären ja schon Banane. Aber trotzdem, die Pflanze ist brutal. Aber ich esse die immer noch gerne. Ja, das konnte ich mir. Die Banane. Ja, die Banane. Ja. Also nicht die hier, aber. Ja, ist klar. Die kannst du auch nicht essen. Ja. Aber die Pflanze ist schon. Also ich bin auch beeindruckt. Ja, ja, wirklich. Keine Angst vor haben. Mhm. Also jetzt, nach den Jahren, die sie jetzt hier im Boden ist, passiert da gar nichts mehr. Ja, viele sagen, ja, die Blätter werden braun, dies und jenes, und dann werden sie eben braun. Was soll's? Und weg damit. Ja, weg damit. Ja, die Pflanze, oder lass sie dran, das ist der Pflanze einfach sowas von egal. Ja, solange das Blatt in der Mitte immer nachschiebt, passiert da gar nichts. Ja, das ist, die wächst manchmal kurios, aber lass sie doch, so ihr Leben. Mhm. Ja, und die kommt damit klar, die hat es so gelernt, dann passt das auch. Ja, dann würde ich sagen, das war's erstmal von unserer Seite her. Und wenn ihr Bock habt, denkt dran, unsere Facebook-Gruppe, wie heißt er? Außergewöhnliche Pflanzenwelt. Genau, außergewöhnliche Pflanzenwelt. Wer Bock hat, guckt mal rein und dann vielleicht unterhält man sich ja da mal. Ne? Es sind immer interessante Themen dabei. Und sollen wir mal sagen, mal wieder abonnieren, 1350 Abonnenten haben wir. Ist schon eine Menge, ne? Mit den paar Videos. Ja. Danke dafür. Ja, ein Like würde uns auch. Genau. Ein Like würde uns auch freuen, oder? Auf jeden Fall. Ja. Gut, dann würde ich sagen, jetzt sind wir erstmal weg. Wir gucken uns die Banane dann noch vielleicht noch einmal an, ja? Ob da noch irgendwas Besonderes passiert. Ansonsten sehen wir uns dann beim Einpack-Video. Weil ich schätze mal, wir machen noch vorher eine, oder? Ja, ich denke schon. Ja. Ja. Irgendwas wird noch kommen. Irgendwas kommt noch. Vielleicht wird sie noch extrem. Vielleicht schiebt die noch 1 Meter nach. Das kann durchaus möglich sein. Ich sag mal, wenn wir wirklich warmes Wetter haben oder so, das längerfristig. Vielleicht werden die Bananen auch groß. Oh, nee, Quatsch. Plötzlich. Aber hast du ja das Bild gesehen, was ich gepostet habe? In der Facebook-Gruppe da? Mhm. Ja, da sind auch welche dabei, die sagen, ah, das ist ein gefaktes Bild oder so. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Nein. Wir haben die 6 Meter, 6,50 Meter, haben wir. Ja. Aber ist egal, wir haben jetzt genug gelabert. Komm, jetzt ist Schluss. So. Leute, wir wünschen euch was. Schönes Wochenende. Genau so, in diesem Sinne. Bis dahin. Tschüss.